Der Book Creator ist ein sehr einfaches Tool, um multimediale E-Books zu gestalten. Vielfach wird dafür die entsprechende iPad-App verwendet. Für alle anderen Plattformen kann man Google Chrome dafür benutzen. Ich habe hier nun die Adresse eingegeben und werde aufgefordert, entweder mich als Lehrer oder als Schüler anzumelden. Ich wähle Lehrer. Da kannst du, falls das noch nicht geschehen ist, einen neuen Account erstellen. Falls du einen Google-Account hast oder einen Office 365-Account, umso besser. Da bist du eigentlich schnell drin und sonst müsstest du mit deiner E-Mail-Adresse einen neuen Account anlegen. Sign in with Google in meinem Fall. Und schon bin ich drin. Wenn du das erste Mal beginnst, so hast du dieses Starterbuch bereit. Das führt dich durch die wichtigsten Funktionen. Ich denke aber, man kann es sich eigentlich sparen, denn die Benutzung ist so einfach, dass man nicht wirklich eine große Einführung braucht. Zur Benutzeroberfläche. Hier hast du dein Büchergestell, das wird sich dann mit der Zeit füllen. Darunter hast du zum ausgewählten Buch noch die Möglichkeiten, das weiterzugeben. Da kommen wir noch drauf, direkt anzuzeigen und zu präsentieren oder zusätzliche Einstellungen zu diesem Buch vorzunehmen. Hier hast du die Hilfe, die ist allerdings Englisch, aber trotzdem eigentlich sehr hilfreich. Hier oben sind deine Account-Einstellungen. Ich habe jetzt den Gratis-Account. Ich habe 40 Bücher gratis zur Verfügung. Auf weitere Funktionen hier gehen wir noch später ein. Hier könnte man sich auch anmelden und als andere Person wieder anmelden. Dann die Ansicht im Raster oder als Gestell. Und da könntest du weitere Leute einladen und eine Bibliothek anlegen, in der ihr gemeinsam diese Bücher verwalten könnt. Ja, legen wir los mit New Book. Hast du die Auswahl zwischen verschiedenen Formaten und in der unteren Reihe noch zusätzlich dasselbe nochmals mit Comic-Funktionalität. Ich empfehle dir im Zweifelsfall immer von Beginn weg diese Comic-Funktion mitzunehmen. Du musst die nicht nutzen, wenn du nicht willst, aber die Möglichkeiten hast du. Ich wähle jetzt ein querformatiges Buch. Es wird also so quasi wie ein Bilderbuch und schon ist es bereit. Du siehst, die Benutzeroberfläche ist denkbar einfach. Du hast diese weiße Seite und hier oben rechts über das Plus kannst du ein neues Element einfügen. Zunächst mal diese Comic-Funktionen, die lassen wir mal beiseite. Bei Media siehst du, kannst du entweder die Webcam aktivieren, darauf zeichnen, einen Text einfügen oder eine Audioaufnahme einfügen. Kamera übrigens erlaubt nicht nur Fotos, sondern auch Videoaufnahmen. Ich wähle jetzt aber Import. Da könnte ich noch Bildern bei Google suchen. Diese Bilder sind urheberrechtlich unbedenklich. Ich lade jetzt aber ein Bild hoch. Ich habe die schon auf meinem Desktop abgelegt und wähle mal eines aus. Das kann manchmal eine Weile dauern und schon ist es hier drin. Du kannst die Größe nachträglich ändern, indem du die Anfasser in den Ecken packst. Du kannst die Lage ändern, indem du dieses Drehwerkzeug nutzt und indem du das Bild in der Mitte packst, kannst du es beliebig verschieben und es werden dir so Linien angezeigt für die mittige Ausrichtung. Ich rücke es etwas nach oben, weil darunter kommt noch ein Titel rein, in diesem Fall aber wieder über Media. Ich nehme nicht so eine schöne Comic-Schrift, obwohl mich die locken würde. In diesem Fall möchte ich dir zeigen, dass jetzt diese Schrift sich eigentlich nicht verändern lässt. Du hast gesehen, es hatte keine Eingabemöglichkeit für Schriftgröße und so weiter. Und wenn ich da dieses Feld vergrößere oder verkleinere, passiert nichts. Kann höchstens die Lage wieder verändern.
Immer wenn ein Objekt ausgewählt ist, wie dieses hier, dann kannst du mit dem I dieses Element anpassen. Ich wähle also die andere Größe, Schriftausrichtung, Schnitt, Schriftart, da wähle ich mal noch eine andere Farbe. Du könntest auch dieses Feld noch in der Farbe ändern. Wenn ich jetzt ins Leere klicke und nichts ausgewählt ist und wieder auf dieses I gehe, so kann ich die Einstellungen für die ganze Seite vornehmen. Naja, die Schriftfarbe müsste jetzt noch etwas geändert werden, vielleicht auch die Größe noch angepasst, vielleicht etwa so. Zu guter Letzt noch eine Audiodatei, wiederum Media Record. Und gleich beginnt es dann aufzunehmen. Du wirst noch gefragt wegen dem Mikrofon. Herzlich willkommen zu meinem multimedialen Stadtführer von Paris. Ich wähle Use Recording. Jetzt wird die Datei hochgeladen und du kannst sie an eine beliebige Stelle platzieren. Herzlich willkommen zu meinem multimedialen Stadtführer von Paris. Auch dieses Symbol kannst du in der Größe ändern. Du könntest dieses Symbol durchsichtig machen und so die Leute dazu bringen, nach versteckten Audiobotschaften zu suchen, zum Beispiel auf einem Wimmelbild. Ja, du siehst, die Grundfunktionen sind denkbar einfach. Es ist Zeit für eine neue Seite. Ich tippe auf diesen Pfeil und schon bin ich auf der nächsten Seite für weitere Inhalte.